Um die Grenze zwischen Frankreich und Belgien zu bemerken, muss man schon sehr genau hinschauen. Was aber schnell auffällt, sind die Unterschiede in der Radkultur. Es gibt mehr Radwege, es sind wesentlich mehr Radfahrer unterwegs und fast 50% der Radler sind Radlerinnen. Nun ja. Hier an der Nordseeküste sprechen die Belgier auch Niederländisch und nicht Französisch. Bis Nieuport verläuft der Eurovelo 4 etwa 3 Kilometer von der Küste entfernt im Inland. Erst nachdem man ein Denkmal passiert hat, das an die Westfront im Ersten Weltkrieg erinnert, kommt man an die Küste zurück. Nach einigen Kilometern verändert sich die Küstenlandschaft, leider nicht zu ihrem Vorteil. Alles ist verbaut und auf Tourismus abgestellt. Teilweise verlaufen eine Straßenbahn und eine autobahnähnliche Straße in unmittelbarer Strandnähe. Ich bin froh, als ich in Ostende endlich ins Landesinnere abbiege. Für diesen Exkurs habe ich zwei Gründe. Zum einen will ich mir Gent ansehen. Und der Eurovelo 4 lässt diese Stadt genauso wie Caen und Bayeux links bzw. rechts liegen. Zum anderen führt der Eurovelo 4 planmäßig unter Nutzung einer Fährverbindung in die holländische Provinz Zeeland weiter. Das bedeutet, er folgt der Nordseeküste bis Vlissingen und biegt danach in das Innere Europas in Richtung Breda, Venlo und Ruhrgebiet ab. Da das günstigste Hotelzimmer auf Zeeland trotz Vorsaison laut Booking.com an diesem Wochenende mit 200 Euro zu Buche schlägt, verzichte ich dankend. Ich bin keine holländische Kolonie und deshalb solche Formen der Ausbeutung nicht gewohnt. Stattdessen lege ich zunächst einen Sightseeing-Tag in Brügge ein. Die kompakte Altstadt ist zu Fuß leicht zu erkunden und vom berühmten Rathausturm, dem Belfried, hat man einen schönen Überblick. Noch immer darf kein Gebäude diesen 95 Meter hohen Turm aus dem Hochmittelalter überragen. Von Gent radel ich weiter in die Nähe von Antwerpen. Ich übernachte in Zwiendrecht auf dem westlichen Ufer der Schelde. Übrigens mein einziger Kontakt mit diesem Fluss. Am nächsten Morgen unterquere ich die Schelde mit Hilfe des Sint-Anna-Tunnels. Dieser ist nur für Fußgänger und Fahrradfahrer. Die Aufzüge sind an diesem Tag defekt. Aber die Rolltreppen laufen und funktionieren gut. Auch wenn sie 100 Jahre alt anmuten. Nach einem kurzen Stadtbummel durch das Zentrum von Antwerpen mache ich mich in Richtung holländische Grenze und Breda auf. Die Landschaft ist flach und nicht besonders interessant. Dafür sind die Radwege hervorragend. Nach 30 Kilometern überquere ich die Grenze.
von der man in bester europäischer Manier fast gar nichts bemerkt. Die Radwege werden noch ein bisschen besser und nach weiteren 20 Kilometern erreiche ich die Kleinstadt Breda. Diese ist zugleich der nördlichste Punkt des gesamten Eurovelo 4. Von hier geht es weiter nach Tilburg, südlich der Stadt, direkt auf der Route des Eurovelo 4, die hier durch ländliche Gebiete verläuft, in denen sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, liegt mein Hotel. Es ist ein umgebautes, ehemaliges Zisterzienserkloster, von dem nur noch die Kirche ihrem ursprünglichen Zweck dient. Auf meinem Weg mache ich eine wenig erfreuliche Erfahrung. Scheinbar haben die hervorragend ausgebauten niederländischen Radwege eine ganz ähnliche zersetzende Wirkung wie die deutschen Autobahnen. Nicht wenige Radfahrer verhalten sich hier wie BMW- und SUV-Fahrer. In keinem anderen europäischen Land, das ich durchradelt habe, wird so schnell und rücksichtslos mit dem Fahrrad herumgekurvt. Es sind aber nicht die rücksichtslosen Radfahrer, sondern es ist die Felge meines Hinterrades, die mir am folgenden Tag jegliches Weiterkommen unmöglich macht. Als ich Eindhoven umradle, ertönen seltsame schleifende Geräusche. Da meine Planung eigentlich vorgesehen hatte, bei dieser Tour mindestens bis zum Rheingau zu kommen, versuche ich die Töne zu ignorieren und radle einfach weiter. Das geht noch eine Viertelstunde so. Dann habe ich am Hinterrad einen handfesten Platten. Als ich die Sachlage genauer in Augenschein nehme, wird sofort deutlich, dass jegliche Hoffnung auf ein Weiterradeln eine Illusion ist. In der Felge des Hinterrades meines Maxcycles ist ein massiver, 10 cm langer Riss. Durch diesen quillt der Schlauch und wird von den Bremsgummis aufgerissen. Da lässt sich gar nichts machen. Ich habe aber Glück im Unglück. Nachdem ich das Rad 3 km geschoben habe, erreiche ich den Bahnhof von Deurne. Dort nehme ich dann den Zug nach Venlo und dann bringt mich der VRR nach Düsseldorf. Erst im September nehme ich meine Tour auf dem Eurovelo 4 wieder auf. Zum allerersten Mal nutze ich dazu bei einer Fahrradtour ein E-Bike, denn ich will, insbesondere auf der Strecke durch Deutschland, möglichst lange Tagesetappen fahren. Viele der Städte an Rhein und Main kenne ich schon. Die einzigen Orte, für die ich einen ganztägigen Aufenthalt einplane, sind Schweinfurt und Bayreuth. Meine Anreise nach Deurne in den Niederlanden ist problemlos und gleich am ersten Tag lege ich mit dem neuen Lemo One knapp 130 Kilometer zurück. Zunächst einmal radle ich wieder auf typisch gut ausgebauten holländischen Radwegen durch typisch holländische Landschaften mit viel intensiver Landwirtschaft und vielen Kühen und einem starken Geruch nach Dünger in der Luft zur Grenzstadt Venlo. Die eigentliche Grenze quere ich im Landschaftsschutzgebiet der Heronger Buschberge und der Vancumer Heide. Der Radweg ist hier gut ausgebaut und das Ganze ist ein Genuss für Auge und Nase. Das ändert sich abrupt, als ich das Landschaftsschutzgebiet verlasse und in das verstädterte Gebiet von Viersen hineinfahre. Hier hat man vor allem einen Impuls, nämlich es so schnell wie möglich zu durchqueren. Nach unserer Flucht aus der ehemaligen DDR hatte meine Familie hier 2 Jahre gelebt. Ich erinnere mich aber an nichts mehr. Wahrscheinlich ist das ein Glück. Über Neuss, das eine ähnliche Wohnlichkeit ausstrahlt wie Viersen, erreiche ich endlich das Rheinufer und Düsseldorf. Hier ist der Eurovelo 4 nirgends ausgeschildert, aber die rechtsrheinische Fahrradroute lässt sich nur schwer verfehlen. Dass in Düsseldorf das BIP pro Kopf um einiges höher liegt als in Neuss, kann man nicht nur an den Autos,
sondern auch an den Fahrrädern erkennen. Ich begegne, seitdem ich Holland verlassen habe, zum ersten Mal den sündhaft teuren Cargo Bikes, die, insbesondere bei der grünen Klientel, inzwischen fast größere Statussymbole sind als ein Mercedes der S-Klasse. Kurz hinter Düsseldorf gibt der Smartpack meines Lemo One auf. Der Akku ist leer. Die letzten 25 Kilometer nach Hittorf bei Leverkusen radle ich analog. Als Ausgleich darf ich einen wunderschönen Sonnenuntergang am Rhein genießen. Der Eurovelo 4, die Mitteleuropa-Route, quert Deutschland ganz überwiegend, indem sie den Flusstälern von Rhein und Main folgt. Nur eine einzige Tagesetappe von Bayreuth zur tschechischen Grenze verläuft durch den Oberpfälzer Wald. Allerdings unterscheiden sich die Landschaften dieser Flusstäler beträchtlich. Weite Schwemmebenen, Terrassenhänge mit Weinbau, das enge Durchbruchstal des Rheins durch die Mittelgebirge. Ein großer Vorteil dieses Tourenverlaufs ist es, wie beim Donauradweg, dass man kaum Höhenunterschiede zu überwinden hat. Zwischen Düsseldorf und Bayreuth beträgt die Höhendifferenz gerade einmal 300 Meter und diese verteilen sich auf 800 Kilometer. Für solche Strecken ist mein Lemo One, das E-Bike eines chinesischen Startups, ideal geeignet. Sein Elektromotor, ein Hinterradantrieb, ist weder besonders kräftig noch gut ausgesteuert. Aber dafür kann man auf einigermaßen ebener Strecke mit dem im sogenannten Smartpack enthaltenen Akku, Kapazität 540 Wattstunden, fast 100 Kilometer schaffen. Und man kann das ganze Smartpack einfach vom Rad lösen und separat aufladen. An Rhein und Main radle ich damit problemlos 100 bis 120 Kilometer am Tag. Die 130 Kilometer schaffe ich aber nur, wenn ich die letzten 20 bis 30 Kilometer analog fahre. Dafür lässt sich der Motor von der Hinterradachse entkoppeln. Viel bringt es freilich nicht. Viel stärker gewichtet, dass das E-Bike mit 19 Kilogramm ein ausgesprochenes Leichtgewicht ist. In Tschechien, wo es bedeutend hügeliger zugeht, bewährt es sich im Übrigen nicht ganz so gut. Von Düsseldorf bis nach Wiesbaden verläuft der Eurovelo 4 auf dem Rheinradweg. Mit dem Lemo One schaffe ich das problemlos mit zwei Übernachtungen in Remagen und Bacharach, obwohl ich vom ersten Tag eigentlich nur den Nachmittag zum Radfahren nutzen kann. Am Vormittag stehe ich die meiste Zeit unter irgendwelchen Kölner Brücken und versuche dort den Starkregen auszusitzen. Die kurzen Regenpausen nutze ich, um weiter voranzukommen. Doch wirklich viel bringt das nicht. Gegen 14 Uhr verziehen sich die Regenwolken und ich kann nach Bonn weiterradeln. Dazu benutze ich die Willy-Brandt-Straße. Die wird mir in Erinnerung bleiben. Zuerst werde ich, mutmaßlich auf Arabisch oder Türkisch, von einem migrantischen Mitbürger angepflaumt. Ich verstehe zwar nur Bahnhof, aber dass ich auf dieser Straße unerwünscht bin, kommt doch ziemlich deutlich rüber. Ein weiterer Sportwagenfahrer formuliert es dann auch schreiend in astreinem Deutsch. Es gäbe doch so viele Fahrradwege, warum ich denn ausgerechnet diese Straße benutzen müsse? Ich spare mir den Atem für die Antwort. Es sind eben deutsche Autofahrer. Bei Einbruch der Dämmerung erreiche ich die Brücke von Remagen, von der nur noch die beiden Brückentürme stehen. Ganz in der Nähe beziehe ich mein Hotel direkt am Rheinufer. Am nächsten Morgen wallen noch leichte Nebel, aber es deutet sich ein schöner Tag an. Ideal für die zentrale Strecke am Mittelrhein. Da es zudem ein Samstag ist, drängen sich am Ufer bereits die Touristen. Mein erstes Ziel ist Koblenz.
Zunächst passiere ich mehrere kleine, schön herausgeputzte Ortschaften mit vielen Gasthäusern. Dann eine Reihe von Brücken und eine Seilbahn. Und dann bin ich auch schon am deutschen Eck. Das ist wegen eines Sommerfestes nur schwer zugänglich. Nun ja, eigentlich hätte ich darauf auch verzichten können. Von Koblenz sind es noch einmal gut 50 Kilometer nach Bacharach. Selbst mit dem E-Bike zieht sich der Weg. Über weite Strecken ist er auch nicht besonders schön. Der Radweg am linken Rheinufer verläuft wegen des tief eingeschnittenen Durchbruchstales oft unmittelbar neben einer vielbefahrenen Schnellstraße. Da nutzt auch die Aussicht auf die Marxburg, die Burg Katz und die Lorelei nichts. Ich bin froh, als ich endlich Bacharach erreiche. Wegen des Wochenendes ist der romantische Rheinort von Touristen überlaufen, aber ich finde trotzdem noch ein ganz gutes Zimmer. Der offizielle Eurovelo 4 führt von Bacharach nach Bingen und dann linksrheinisch nach Mainz. Ich entscheide mich aber dafür, bei Niederheimbach die Fähre zum anderen Ufer zu nehmen. Dann radle ich einen ziemlich steilen Anstieg hinauf und gelange so auf direkten Wege zum Niederwalddenkmal. Die monumentale Germania ist inzwischen Welterbe, schöner wird sie dadurch auch nicht. Aber das kann der Blick über die Rebhänge des Rheingaus zum Teil ausgleichen. Passend dazu bietet eine niederländische Blasmusikkapelle beim Niederwaldtempel heroische Musik an. Zum Glück ist es nichts Nationalistisches, sondern geht eher in Richtung Star Wars. Auch die Filmmusik für A Bridge Too Far ist dabei. Nachdem ich eine Weile zugehört habe, radle ich gemütlich in den Rheingau hinunter und folge dann dem Radweg bis nach Wiesbaden. Dort habe ich ein Hotel direkt am Stadtpark und esse abends Flammkuchen am Rheinufer. Dazu gibt es halbtrockenen Rheingauer Riesling. Am nächsten Morgen radle ich auf Uferradwegen, aber auch durch Gewerbegebiete und ein Gewirr von Fernstraßen in Richtung Main. Bei Flörsheim wechsle ich auf das linke Mainufer und gerate auf einen Radweg, der sich durch hässliche Industrie- und Hafengebiete zieht. Übergangslos stehe ich dann auf einem idyllischen Fleckchen. Die Mönchhofkapelle aus der Barockzeit ist von einem kleinen Friedhof umgeben und steht am Rande des Frankfurter Flughafens. Über einem sinken im Minutentakt die großen CO2-Schleudern hinauf und hinunter. Ein Vorgeschmack auf die Mainmetropole. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von hässlichen Städten. Ich persönlich finde aber, dass Frankfurt einen Ehrenplatz verdient hat.
Zum Glück lernt man die Stadt via Mainradweg eher von ihrer harmlosen Seite kennen. Man durchradelt fast ganz Frankfurt auf dem linken Mainufer. Nahezu die gesamte Strecke ist autofrei und sogar etwas Grün ist vorhanden. Manhattan sieht man nur aus der Ferne und so lässt es sich gerade noch ertragen. Als ich im Osten wieder aus der Stadt herauskomme, erläutert mir ein Wegweiser, dass ich mich nicht nur auf dem Mainradweg bzw. dem Eurovelo 4 befinde, sondern auch auf dem Pfad des Spätlesereiters, dem bischöflichen Traubenkurier, der sich um 2 Wochen verspätete, vielleicht hatte er teilweise französisches Blut in den Adern, verdanken wir die Entdeckung der Spätlese. Diese enthält von Edelfäule befallene Trauben. Vorbei am Rumpenheimer Schloss, einem ehemaligen fürstlichen Landsitz, auf dem schon Kaiser Franz Josef und Zar Alexander III. Weilten, gelange ich nun in ruhigere Gefilde. Doch es sind noch einmal 40 Kilometer nach Aschaffenburg. Bevor ich die Stadt erreiche, wechsle ich wieder auf die linke Mainseite. So radle ich direkt über die beiden Hauptsehenswürdigkeiten nach Aschaffenburg hinein. Das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt ist Schloss Johannisburg. Das prächtige Bauwerk geht auf die Zeit der Renaissance zurück und war bis 1803 zweite Residenz der Mainzer Erzbischöfe. Heute beherbergt es mehrere Museen, unter anderem eine bedeutende Gemäldesammlung. Auch die zweite wichtige Attraktion liegt direkt am Mainufer. Das Pompeianum ist der Nachbau einer römischen Villa. Vorbild war die Casa die Dioscuri in Pompeji. Auftraggeber des Nachbaus war der bayerische König Ludwig I. So beeindruckend diese Residenz auch ist, die Atmosphäre ist doch eher museal. An das echte Pompeji kommt sie nicht heran. An einem Tag von Aschaffenburg zur Hauptstadt des Mains nach Würzburg zu radeln, das ist mir selbst mit dem Lemo One zu viel. Um die lange Strecke einigermaßen gleichmäßig aufzuteilen, lege ich eine Übernachtung in Marktheidenfeld ein. Zunächst radle ich nach Miltenberg am Mainknie. Das Städtchen liegt nicht nur an der Limesstraße, sondern auch bereits im Freistaat Bayern. Unterfreistaat Unterfranken. Wie es sich für ehemaliges Römerland gehört, wächst hier auch der Wein auf Terrassenhängen. Zumindest in diesem Jahr bekommt er reichlich Sonne ab. In den Talhängen, die steil zum Spessart aufsteigen, sieht man auch immer wieder große Felswände und Steinbrüche. Hier wird der rote Mainsandstein abgebaut. Er ist eine Unterformation des Buntsandsteins, der auch im östlichen Schwarzwald vorherrscht. Er wurde schon in der Römerzeit abgebaut und für viele historische Bauten verwendet. Von hier geht es weiter nach Wertheim. Auf halbem Weg erreiche ich die Henneburg. Die ehemalige staufische Höhenburg liegt auf dem rechten Mainufer und gehörte eine Zeit lang dem Deutschen Orden. Wertheim mit seiner Burg, die auf einem steilen Sporn zwischen Main und Taubertal liegt, gehört nicht mehr zu Bayern. Es ist die nördlichste fränkische Stadt in Baden-Württemberg. Die Region wird als Tauberfranken bezeichnet. Nach der Übernachtung in Marktheidenfeld geht es zunächst weiter nach Neustadt am Main. Das Städtchen wird überragt von den Kirchtürmen einer ehemaligen Benediktinerabtei, die der Säkularisation zum Opfer fiel. Um die Mainschleife herum, etwa 35 Kilometer weiter, kommt man nach Laudenbach, heute ein Stadtteil von Karlstadt.
Dort gibt es eine Dorfsynagoge aus dem 17. Jahrhundert. Nach dem Novemberpogrom wurde sie verkauft und als Scheune genutzt. Derzeit wird sie als Gedenkort renoviert. Bevor ich nach Würzburg einradle, komme ich noch an Zellingen vorbei. Der kleine Ort hat eine prächtige Kirche nach einem Entwurf von Balthasar Neumann. Würzburg hat nur 130.000 Einwohner, mutet aber größer und wichtiger an. Im Unterschied zu Frankfurt ist es eine sehenswerte Stadt. Für mich ist es die schönste Stadt am Main. Selbst Bamberg und Bayreuth sind abgeschlagen. Im Zweiten Weltkrieg wurde viel zerstört. Zumindest die repräsentativen Bauten und die Kirchen hat man aber restauriert oder rekonstruiert. Mein Hotel liegt sehr zentral und als erstes mache ich einen Stadtbummel und verschicke vom Bürgerspital aus ein Geburtstagsgeschenk. Früher habe ich die Frankenweine, insbesondere den Silvaner, sehr gemocht. Aber inzwischen ziehe ich den Riesling vor. Gegen Abend schlendere ich zur alten Mainbrücke. Zur Feier des Tages kaufe ich einen Silvaner und stoße auf Würzburg an. Obwohl es inzwischen Mitte September ist, bleibt das Wetter hochsommerlich. Seitdem ich Köln hinter mir gelassen habe, ist nicht ein einziger Tropfen Regen gefallen. Bei strahlendem Wetter mache ich mich von Würzburg auf in Richtung Schweinfurt. Da ich diese Stadt nicht kenne, habe ich dort einen Rast- und Museumstag vorgesehen. Nach 20 Kilometern erreiche ich zunächst Ochsenfurt am zweiten Mainknie, zumindest wenn man in Fahrtrichtung zählt. Einmal um das Mainknie herum und 20 Kilometer weiter erreiche ich Kitzingen, wo ebenfalls eine wichtige Mainbrücke aus der Zeit des Hochmittelalters steht, die sogar im Stadtwappen auftaucht. Das nächste Ziel ist die Abtei Münster-Schwarzbach. Das Kloster, dessen Gründungsgeschichte über 1000 Jahre zurückreicht, ist heute ein bedeutender Standort der Missionsbenediktiner. Allerdings ist die Klosterkirche relativ jungen Datums. Sie entstand 1935 anstelle der Vorgängerkirchen. Ab Münster-Schwarzbach radle ich wieder durch stark vom Weinbau geprägte Gebiete. Ausgedehnte Terrassenhänge und schmucke Dörfer wechseln einander ab. Besonders sehenswert ist Volkach. Es erinnert mich an die Winzerorte im Remstal. Die Weinbaulandschaft begleitet mich bis Schweinfurt. Die Stadt ist nichts Besonderes. Aber ich bin ja den Extratag hier, um das Museum Georg Schäfer zu besichtigen. Es beherbergt die Sammlung eines Schweinfurter Großindustriellen mit dem Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert und ist den Besuch wirklich wert. Leider sind die Bilder von Caspar David Friedrich bereits für die Sonderausstellungen im Jahr 2024 abgehängt. Die letzten beiden Tagesziele auf dem Mainradweg heißen Bamberg und Bayreuth. Da in Bamberg kein Hotelzimmer zu bekommen ist, wähle ich notgedrungen eins in der Nähe von Bad Staffelstein. Das sind über 100 Kilometer Fahrstrecke, viel Zeit für größere Besichtigungen bleibt also nicht. Allerdings war ich schon zweimal in Bamberg. Deswegen kann ich mir auch etwas Zeit für Haßfurt nehmen. Der kleine Ort, früher eine Grenzbefestigung zwischen den Bistümern Würzburg und Bamberg, hat zwei sehenswerte Kirchen. Die Pfarrkirche St. Kilian
hat einen Hochaltar mit den Holzfiguren der drei Frankenpatrone aus der Riemenschneiderwerkstatt. Noch interessanter ist die Ritterkapelle Santa Maria, ein wichtiges spätgotisches Bauwerk Unterfrankens und die älteste Wallfahrtskirche im Bistum Würzburg. Von Haßfurt sind es gut 50 Kilometer nach Bamberg. Hier ist Schluss mit der Weinbaulandschaft. Man steigt auf Bier um. Ich allerdings sicherlich nicht. In der Universitätsstadt Bamberg mache ich einen ausgedehnten Stadtbummel. Da es ein Samstag ist, kommen ein paar tausend Leute auf dieselbe Idee. Entsprechend voll ist es überall. Es ist trotzdem schön und erinnert an ein fränkisches Tübingen. Erst am Spätnachmittag radel ich die 40 Kilometer zum Landhotel Augustin nahe Bad Staffelstein weiter. In der Abenddämmerung ragen 14 Heiligen und Kloster Banz über das Maintal empor. Am folgenden Tag erlebe ich einen beeindruckenden Patroziniumsgottesdienst in 14 Heiligen. Selten habe ich, selbst in einer gotischen Kirche, ein so schönes Lichtspiel gesehen. Von dort sind es noch knapp 60 Kilometer nach Bayreuth. Es geht immer am Main entlang, der inzwischen aber ein ziemliches Rinnsal ist. Bayreuth, die jüngste Universitätsstadt Bayerns, wartet mit jeder Menge Sehenswürdigkeiten auf. Weltkulturerbe ist allerdings nicht das, in meinen Augen, ziemlich heruntergekommene Festspielhaus, sondern das barocke, markgräfliche Opernhaus. Seit einigen Jahren finden hier im Spätsommer auch Festspiele mit barocken Opern und Konzerten statt. Die Eintrittspreise bewegen sich auf adeligem oder besser großkapitalem Niveau. Wegen dieser Festspiele kann ich das Theater leider nicht besichtigen. Stattdessen schaue ich mir außer dem Festspielhaus noch das ehemalige Wohnhaus von Wagner an und unternehme einen ausgedehnten Stadtrundgang. Von Bayreuth breche ich zur letzten Etappe des Eurovelo 4 durch Deutschland auf. Es ist eine sehr schöne Strecke durch den Oberpfälzer Wald, die zumeist auf dezidierten Radwegen verläuft. Es geht zunächst über Weidenberg nach Marktredwitz. Eine typische Mittelgebirgsstrecke, aber ohne schwierige oder steile Anstiege. Das ist ein Glück, denn mit diesen hat das Lemo One seine liebe Not. Schon nach gut 60 Kilometern, kurz vor Marktredwitz, ist mein Smartpack am Ende und ich muss auf analogen Betrieb umschalten. Mein Tagesziel heißt Konnersreuth. Und auf den letzten 15 Kilometern geht es noch einmal ziemlich die Hügel hinauf. Da nutzt die hochgelobte Entkopplung des Lemo One nicht viel. Am folgenden Tag radle ich zwischen Waldsassen und Eger bzw. Cheb über die Grenze. Es ist eine EU-Grenze. Man bemerkt sie eigentlich nicht.